Herzlich willkommen zu unserem Talk zu EtherSync. Das ist Blinri. Und das ist Moritz. Wir erzählen euch heute was zu Real-Time Collaboration, also Echtzeit-Kollaboration in eurem Text-Editor. Wir sind die Kollaborateure. Und um im Theme zu bleiben, we're thinking. And we're gonna tell you what we're thinking about thinking. Also, bisschen zur Struktur. Wir geben jetzt kleine Einführungen, was es für uns heißt, zusammenzuarbeiten. Mit Editoren, mit Code, mit Text. Dann, wie es dazu kam, was wir erreichen wollen. Und dann gibt es einen kleinen Überblick, wie es technisch funktioniert. Dann zeigen wir euch, dass es funktioniert, anhand von Beweisvideos. Und am Ende gibt es noch so Hintergrundinformationen zu unserer Reise. Wie ist das Projekt so verlaufen im letzten Jahr? Wir haben jetzt so ungefähr ein Jahr dran gearbeitet oder vielleicht ein bisschen mehr sogar. Und wie die Reise weitergeht. Also, wie sieht es heute aus mit dem Kollaborieren? Bevor es EtherSync gab, hat man sich nebeneinander gesetzt. Pair Programming in Person ist natürlich auch ideal, wenn man vielleicht sogar mehrere Monitore hat oder so, wenn man sich das erlauben kann. Aber manchmal muss man remote gehen und ist eben von zu Hause, verbindet sich mit dem Internet, mit einem Videodienst eurer Wahl und ihr könnt euren Bildschirm teilen. Das ist schon so, also wenn man in Person ist, dann kann man die Tastatur sich hin und her geben und sagen, darf ich mal mit dem Bildschirm teilen, ist es vielleicht gar nicht möglich, dass eine andere Person den Bildschirm beeinflussen kann. Die muss dann sozusagen Kommandos geben, ein bisschen diktieren, kannst du mal das und das dahin schreiben. Daher gibt es dann sowas als weitere Möglichkeit wie Teammate oder irgendwie irgendeine geteilte Terminal-Session oder vielleicht auch mit irgendeiner Videolösung, dass man Maus und Tastatur freigeben kann. Dafür gibt es Möglichkeiten. Das ist aber dann auch wieder so ein bisschen, man kann nicht gleichzeitig schreiben. Wo man gleichzeitig schreiben kann, ist zum Beispiel in Google Docs. Da kennt ihr, gehe ich davon aus, die meisten Leute, außer ihr seid einer von den Daily 10.000. Und gemeinsam schreiben, man hat irgendwie jeweils einen Cursor, kann einfach tippen. In diesem Fall kann das auch Rich Text sein, das so als Unterscheidung. Wir machen keine Formatierungen, wir gehen in den Plain Text Modus. Etherpad ist da so ein Beispiel, was oft genutzt wird von Gruppen, um gemeinsam Notizen zu teilen. Ich habe jetzt hier Etherpad gewählt und nicht Hedgehog, weil EtherSync ist so die offensichtliche Inspiration, das Etherpad vom Namen her, aber Hedgehog ist ein anderes bekanntes Beispiel, was mittlerweile ja auch populärer ist. Genau. Was gibt es noch? VS Code, Liveshare oder ich glaube IntelliJ war es, das haben wir gar nicht ausprobiert. IntelliJ hat auch eine Sharing Solution, die ist dann sozusagen auch wieder, wie eigentlich alle diese Lösungen, die wir vorgestellt haben, ist irgendwie serverbasiert. Du hast irgendwie einen festen Editor, du bist eingeschlossen auf ein bestimmtes System und kannst aber zusammenarbeiten, kannst irgendwie sehen, wer da mitmacht. Genau. Zu dieser Sektion noch irgendwas von dir? Dann zur Vision. Also das war jetzt so, was es gibt. Und wir wollen, jetzt habe ich schon angedeutet, wir wollen lokal etwas machen. Wir wollen im eigenen Verzeichnis, du möchtest deine Daten irgendwie auf deinem Computer haben und mit denen aber zusammenarbeiten. Also quasi wie Screenshare, wie du teilst dein Keyboard, aber trotzdem beide können gleichzeitig tippen. Wie wir uns das vorgestellt haben, das ist jetzt so der Ausblick, wie es mal, wenn es fertig ist, aussehen kann, dass man einfach sagt, EtherSync Share, dann hat man so sein Verzeichnis freigegeben, seine Daten, man gibt es
hoffentlich One-Time-Passwort, eine kurzes Passwort weiter an die Person, mit der du zusammenarbeiten willst. Und dann kann die Person dann sagen, ich joine die Session. Und dann ist irgendwie eine magische Verbindung da. Ja, das ist so, wo es hingeht. Und Blinri erzählt euch jetzt, was die Geschichte von unseren Experimenten ist. Die Inspiration für diese Art von Kollaboration ist nämlich ein Webprojekt namens glitch.com. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch mal ausprobiert hat. Das ist eine Plattform, wo man in der Gruppe zusammen Webanwendungen bauen kann. Und das habe ich vor allem während der Pandemie irgendwie manchmal mit Leuten ausprobiert. Da hat man halt in der Seite irgendwie so eine Übersicht von Dateien. Ne, irgendwie hat quasi einen Blick auf das ganze Projekt oder so, kann da irgendwie HTML- und JavaScript-Dateien zusammen editieren. Und die Ansicht in der Mitte ist dann irgendwie der Code dieser Datei und man kann die Cursor von den anderen Leuten sehen und halt beide können da gleichzeitig reintippen und rechts hat man dann eine Vorschau, wie das Webprojekt aussieht. Und das hat sich einfach sehr, das hat sehr viel von dieser Magie, die Moritz erwähnt hat, wo irgendwie einfach ne, beide Leute das gleiche Ding haben und auch gleichzeitig unabhängig voneinander daran arbeiten können. Und so in die Richtung haben wir uns das vorgestellt, dass man so eine Art hat, zusammenzuarbeiten, nur halt nicht im Browser. Ne? Wenn man jetzt hier den Browser, wenn man die Internetverbindung verlieren würde oder sowas, hätte man halt keinen Zugriff mehr darauf. Sondern wir möchten, dass das quasi so funktioniert im lokalen Dateisystem. Das war irgendwie das hat uns geholfen zur Inspiration, wie das mal aussehen könnte. Und da haben wir uns hat das beide gereizt, irgendwie sowas zu bauen, dann schon vor, wie lange ist das her jetzt? 4 Jahre ungefähr, haben wir irgendwie den allerersten Prototypen mal gebaut. Da haben wir einfach ein Projekt, was so ähnlich war wie Etherpad, genommen und geforkt und wollten es erweitern, dass es mehrere Dateien gleichzeitig unterstützt, ja, dass man eine Sammlung von Dateien haben kann, hauptsächlich um dann darin zusammen Notizen zu machen. Das ist dann, wir haben es damals Rattenspiegel genannt unter der Vorstellung, dass wenn wir so einen absurden Namen wählen, dann müssen wir es irgendwann nochmal umbenennen. Das kann ja unmöglich der finale Name bleiben. Das Repo heißt nach wie vor so, aber es ist dann zumindest evolviert später in ein anderes Projekt namens EtherWiki. Das beschreibt schon ein bisschen mehr, worum es geht. Ja, irgendwie mehrere Dateien haben und dann ist die Ansicht darauf halt tatsächlich wie in so einem Etherpad im Grunde, aber man kann die Datei wechseln und es kann Verlinkungen zwischen diesen Dateien geben. Genau, das haben wir anfangs auch selber relativ viel benutzt, um uns selber abzustimmen und Notizen zu machen. Problem an dem Ansatz ist halt nur, das geht für Code echt nicht gut. Wenn man da jetzt anfangen würde, Code reinzuschreiben, hat man keine Chance, das irgendwie zu compilen oder irgendwie in einem Browser nochmal HTML anzugucken oder so. Das heißt, da muss man wirklich den nächsten Schritt hier nochmal gehen und das Syncing eher ins Dateisystem holen. Und das ist dann, da kommen wir jetzt an bei dem EtherSync-Projekt, wo wir vor einem Jahr ungefähr dann einen Antrag geschrieben haben für ein Projekt, die so Open-Source-Funding machen, NLNet, die NLNet Foundation. Und da hatten wir einfach das Glück, dass die unser Projekt ausgewählt haben zur Förderung und dass uns jetzt die Gelegenheit gab, da viel dran zu arbeiten. Ne? Mit dem Projekt, also wir haben es hier beschrieben als Echtzeit-kollaboratives Editing von lokalen Textfiles. Und das ist so ein bisschen in der Tradition von, was man Local-First-Software nennt. Da gibt es einen Blogpost zu, den wir total empfehlen können, wenn euch irgendwie diese Thematik interessiert, von einer Forschungsgruppe namens Ink & Switch. Die haben das auch vor mittlerweile offenbar 5 Jahren oder so mal veröffentlicht. Und da formulieren die so ein paar Ideale, wie Software sein kann, damit sie sowohl Kollaboration zulässt, als auch irgendwie mehr User-Control erlaubt. Ne? Dass nicht, wenn der Server mal offline geht von irgendwas, dass man dann nicht mehr an die Daten rankommt. Das sind dann die 7 Ideale von Local-First-Software. Also man soll irgendwie schnell mit den Inhalten interagieren können, es soll auf mehreren Geräten zugreifbar sein. Man soll auch dann arbeiten können, wenn man irgendwie gerade in einem Zug sitzt und durch einen Tunnel fährt oder sowas und kein Internet hat. Man soll in Echtzeit daran kollaborieren können. Es soll irgendwie langlebig sein, die Daten, an denen man arbeitet, dass man später noch rankommt irgendwie, wenn die Firma mal pleite gegangen ist oder so, die das angeboten hat. Soll irgendwie privacy-wahrend sein, dass man nicht einer Firma vertrauen muss mit den Daten, die man da hat. Und die Daten sollen halt unter User Control sein. Das heißt, User entscheiden selber, was mit den Daten passiert und wie sie darauf Zugriff haben wollen.
Und in dem Blogpost nehmen sie sich dann ein paar Software her, wie es hier aufgeführt ist, in so einer Tabelle und raten die quasi anhand dieser 7 Ideale. Wenn es zum Beispiel jetzt ein serverbasiertes Ding ist, dann sieht es oft mit Privacy nicht gut aus, weil man halt das irgendwie auf den Servern auch speichern muss, diesen Inhalt. Und zum Beispiel, weiß nicht, sowas wie Offline-Support haben manche davon so ein bisschen, Pinterest vielleicht auch gar nicht. Im Vergleich gibt es dann noch so Tools wie Git und GitHub, die Art und Weise zusammenzuarbeiten, erfüllt diese 7 Ideale schon mehr. Allerdings, was den Aspekt der Kollaboration angeht, ist es halt doch nicht möglich, irgendwie eine Datei zusammen aufzumachen und da zusammen drin rumzutippen. Man muss sich irgendwie über einzelne Commits immer abstimmen und die hin und her bouncen. Das heißt, genau, was wir da bauen wollten, hatte so ein bisschen das ehrgeizige Ziel, irgendwie diese 7 Ideale zu erfüllen. Könnt ihr nach dem Vortrag mal selber entscheiden, wie nah wir daran sind irgendwie, aber das ist da, wohin wir streben zumindest. Und wir haben für das Projekt jetzt im Sommer einen Mastodon-Account gebaut und irgendwie nochmal beschrieben, was wir da machen wollen. Und eine Reaktion darauf war dann sowas wie, "This is a hill many people died on. Good luck." Dann ist wirklich so, wenn man ein bisschen sucht, findet man relativ viele andere Projekte, die sowas Ähnliches mal versucht haben. Wir haben irgendwie in unserer Dokumentation mal eine Tabelle gebaut, was es für Tools gibt oder gab und was die für Features haben. Und nur einige wenige davon haben da in dieser ganz rechten Spalte quasi, dass sie editoragnostisch sind, ne? Also dass man mit beliebigen Texteditoren darauf zugreifen kann. Und bei denen passt uns dann immer irgendein anderer Aspekt nicht. Also die sind dann nicht so schön peer-to-peer, dass man sich irgendwie nebeneinander setzen kann und die Laptops miteinander reden. Oder manche werden einfach nicht mehr entwickelt, manche sind nicht Open Source. Genau, insofern sahen wir da noch Bedarf, irgendwie was anderes zu bauen. Und genau, Moritz erzählt euch jetzt, wie wir unsere Software so strukturiert haben. Ja, also kleiner Überblick, wie das funktioniert. Das ist, man muss so ein bisschen Distributed Systems lernen und dann muss man sich überlegen, wie funktioniert das mit den Actors und dann, ja, versteht ihr, ne? Das, okay, dann wieder zurück zu Blenry. nee, also das Gute ist, wir müssen uns natürlich irgendwie verstehen, was wir tun, aber wir können uns auch auf ganz viele andere schon gelöste Teilprobleme verlassen. Also im einfachsten Fall kann man das sich so ausmalen, dass man auf jeder Seite der Leute, die zusammenarbeiten wollen, die sich übers Internet synchronisieren wollen, einen Daemon starten muss aktuell. Oder eigentlich ist das so geplant, dass man das immer tun muss. Und der Editor kann sich mit dem Daemon verbinden auf dem Computer über ein Editor-Plugin. Das heißt, das ist sozusagen, wenn ein Plugin existiert, kannst du dich mit dem Daemon verbinden. Und dann ja, geht's los mit dem Schreiben. Der Daemon basiert hauptsächlich auf Rust und 100% eigentlich, die 78% sind also Daemon. Dann haben wir ein VS Code Plugin in unserem Repo und ein NeoVim Plugin, also TypeScript und Lua respektive. Der Daemon ist eine Kommandozeilen-Applikation, die man startet. Und aktuell ist es alles noch sehr so in Beta-Phase, startet man den und lässt den in sein Terminal einfach laufen. Das heißt, du startest den und bekommst dann den Log-Output. Der Client, der ist eigentlich nie sichtbar beim Benutzen. Das ist jetzt zur Erklärung, das ist die Komponente, die das Editor-Plugin aufrufen muss. Also das ist quasi ein Service oder eine Applikation im Hintergrund, die das den Leuten, die Plugins entwickeln, erleichtert, mit dem Daemon zu kommunizieren. Also eine Schnittstelle, das funktioniert ungefähr so, wenn ihr das schon mal gemacht habt, wie ein Language-Server-Protokoll. Also ein Standard wie Editoren mit externen Dingen, die was über den Code wissen wollen, kommunizieren. Wenn man sich jetzt überlegt, was müssen wir eigentlich vom Editor wissen? Also zum Beispiel im VS Code Plugin müssen wir wissen, was hat die Person getippt? Dafür brauchen wir quasi Events, wenn die Person tippt. Und was ist von außen reingekommen? Das sind so die zwei Codeschnipsel. Ist jetzt nur zur Illustration. Für NeoVim genau das Gleiche. Man kann sich quasi zu so Changes subscriben. Man kann sich
so einen Buffer dranhängen, schauen, was da passiert. Und wenn Deltas reinkommen, so nennen wir das, dann werden die angewendet. Also eigentlich doch ganz einfach jetzt im Nachhinein. Es ist natürlich irgendwie im Detailgrad relativ tricky, da kommen wir dann auch später noch zu. Aber für zum Benutzen, das war jetzt nur so ein bisschen, wie es im Hintergrund aussieht, zum Benutzen ist es, du installierst das Plugin, startest den Daemon, connectest dich mit dem Editor und los geht's. Wie das im Hintergrund dann noch im Detail funktioniert, warum wir jetzt nicht genau was über die Distributed Systems wissen müssen, liegt daran, dass wir uns auf etwas verlassen können, was CRDT heißt. Das ist jetzt hier, habe ich so als die Wahrheit markiert in dem Diagramm. Der Daemon, der kennt quasi den wahren Zustand der Dokumente. Und dann müssen die Daemons miteinander verhandeln. Ich hab diese Wahrheit, du hast diese Wahrheit, worauf einigen wir uns? Und das funktioniert über den CRDT-Algorithmus. Das sind die Conflict-Free Replicated Data Types. Das ist, ich habe die Historie gerade nicht auswendig gelernt, aber das ist im Prinzip relativ, in vielen Munde, Mündern sozusagen, weil das sehr komfortabel ist, sich auf eine Datenbasis zu eignen. Das funktioniert gut für Text, wo man sich dann, wie gesagt, Details auch nicht so relevant, aber man muss sich quasi einigen, ich habe jetzt an dieser Position das geändert, an dieser Position auf meiner Seite wurde das geändert. Und es wird dann eine möglichst sinnvolle Zusammenfassung gebildet, was da passiert. Also wenn zwei Leute gleichzeitig schreiben, kann man sich vorstellen, dass dann möglichst keiner was irgendwie überschreiben soll, sondern dass beide, von beiden der Text ankommen soll. Wenn zwei Leute gleichzeitig was löschen an der gleichen Stelle, dann soll es möglichst nur einmal gelöscht werden und nicht irgendwie doppelt so viel oder so. Dafür nutzen wir eine sehr komfortable Library, die Automerge heißt. Das ist eine von wenigen, die das machen. Hedgehog zum Beispiel nutzt YJS zur Synchronisation. Und die Technologie, die dahinter steckt, ist beides CRDT. Also das sind Beispiele. Wir haben uns jetzt auf Automerge entschieden, weil das sehr gut für uns mit Rust zusammen funktioniert hat und wegen einer Community, bei der wir das Gefühl hatten, das konnten wir gut rausfinden. Also da ist ein guter Kontakt schon entstanden. Das war's zum technischen Hintergrund. Ich glaube, dann stellen wir so ein bisschen vor, wie es funktioniert. Angefangen genau mit dem Editing. Dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie das überhaupt aussieht, wenn man das tatsächlich benutzen will, haben wir euch ein paar Videos aufgenommen. Ihr müsst euch so vorstellen, in diesem Beispiel hier haben wir rechts einen VS Code aufgemacht, ne, links einen NeoVim und die gleiche Datei aufgemacht, nachdem quasi auf beiden Seiten dieser Daemon hochgefahren wurde. Und dann wird alles, was die eine Seite tippt, in die andere Richtung übertragen. Das ist erstmal so die Grundfunktion, die es dann möglich macht, irgendwie zusammen in einer Datei rumzuschreiben. Genau, und dann zeigen wir noch, wie man überhaupt diesen Status aufbauen würde. Genau, das ist jetzt immer links, rechts sind zwei verschiedene Peers, müsst ihr euch vorstellen, also im Screenshare. Also wenn ich die Verbindung aufbaue, bin ich dann, Mist, das klappt super. Play. So, also ich baue links die Verbindung auf, starte mein Daemon und muss dann so eine IP plus Port der anderen Person übergeben. Also das mit den drei Worten haben wir noch nicht so, aber man hat eine IP. Dann sind die verbunden, sieht man im Log-Output. Jetzt kann ich auf der einen Seite den Editor starten, der sich dann verbindet. Da sieht man dann Editor Connected, Client Zero Connected und auf der rechten Seite auch
kann man jetzt, wenn man auf einem System das benutzt, muss man ein Socket angeben, damit die jeweils eine Schnittstelle haben, um zu kommunizieren. Und ja, dann geht es quasi, wie ihr schon gesehen habt, los mit dem Tippen. Und wir hoffen, diesen Verbindungsaufbau auf lange Sicht ein bisschen komfortabler und irgendwie leichter verständlich zu machen, ne? Wenn ihr nach dem Vortrag noch nichts vorhabt, wir planen da einen kleinen Hands-on-Workshop mit euch zu machen von 13 bis 14 Uhr, wo ihr das selber ausprobieren könnt. Genau, nächstes Video zeigt das Übertragen der Cursor-Position. Also wenn man auf einer Seite den Cursor herumbewegt, sieht die andere Person, wo die andere Person ist. Ja, das ist in unserer Praxiserfahrung einfach ein total wichtiges Ding, dass man weiß, worüber, über welche Stelle man redet überhaupt. Dass man irgendwie auch zum Beispiel einen Text auswählen kann und dann wird es auf der anderen Seite hervorgehoben. Genau, das geht auch so mit diesem Multicursor-Feature von VS Code oder wenn man in NeoVim eine Blockauswahl macht, zum Beispiel, wird es übertragen. Und das ist für uns ein relativ wesentliches Feature eigentlich, dass man das mit drin hat. Das ist ein Feature, was demonstriert, dass wir auch ohne Editoren synchronisieren können. Also wenn wir irgendwie überlegen, ja, ich will jetzt irgendwie mit einem externen Kommandozeilen-Tool oder irgendwie die Datei verändern, dann kann man auch einfach in die Datei reinschreiben und der Daemon erkennt dann, dass sich die Datei geändert hat. Also das Konzept ist, solange das nicht im Editor offen ist und der Editor, wir nennen das von Rust inspiriert vielleicht, Ownership, wenn der Editor nicht die Datei quasi besitzt, dann kann man mit anderen Tools einfach auf die Platte schreiben und das wird eingelesen. Das ist dann nicht so ganz einfach zu erkennen, wann Konflikte entstehen. Also das kann dann passieren, dass man sich gegenseitig vielleicht die Datei überschreibt, weil man nur da die Disk bekommt. Aber das sind, also wir versuchen das so gut es geht zu unterstützen und dann entsprechend Warnungen anzuzeigen, wenn das nicht geklappt hat. Aber ich denke, das ist sehr komfortabel, wenn man das mal machen muss. Das ist vor allem dann praktisch, wenn man irgendwie so einen normalen Workflow hat, irgendein Kommandozeilentool, was eh eine Config-File bearbeitet für einen oder sowas und man ist halt gerade zusammengesynkt und eine Person will das machen, dann macht es Sinn, dass diese externen Tools auch unterstützt werden und die Änderungen, die die machen, auch zu anderen Personen kommen. Das nächste Video demonstriert den Offline-Support. Da haben wir es so strukturiert, dass, also auch wieder, ne, links und rechts sind zwei verschiedene Peers. Genau, können wir nochmal warten, bis der Videoloop am Anfang ankommt. Also beide starten mit dem gleichen Content. Eine Person editiert irgendwie das eine rein, die andere Person editiert irgendwas anderes rein. Und jetzt, dank der Magie von dieser CODT-Datenstruktur, können wir die Sachen zusammen synken. Die Dateien werden gespeichert. Oben können wir jetzt die beiden Daemons hochfahren. Und die tauschen dann auf geeignete Art und Weise sich so aus, dass dann der gleiche Inhalt auf beiden Stellen entsteht. Also hier verbindet sich der rechte Peer nochmal und dann können wir gucken, was wir am Ende gekriegt haben. Dann sind halt diese beiden Änderungen zusammen gemerged worden. Ja. Das wäre zum Beispiel im Note-Taking-Fall nützlich, wenn man jetzt irgendwie, wir haben zum Beispiel so ein geteiltes Wiki, in dem wir, oder unsere geteilte Notizen einfach, in dem wir jeweils schreiben und das haben wir dann oft auch, den Daemon gar nicht, den starten wir dann nur, wenn wir es brauchen. Ich habe vergessen, was das Beispiel ist. Da geht es um Multifile-Support, denke ich. Also da wollten wir nochmal demonstrieren, dass man nicht nur diese eine Datei haben kann, wie bei einem Etherpad oder sowas, wo man dran rumarbeitet, sondern hier wird jetzt irgendwie auch eine zweite Datei angelegt. Und sobald eine Seite diese Datei erzeugt, wird sie zu anderen Personen kopiert und dann kann sie die auch sehen. Ja, also hier genau wird jetzt über die Kommandozeile zum Beispiel diese Datei new angelegt und die andere Seite hat sie dann auch. Genauso geht es auch, wenn Dateien entfernt werden oder mit komplexeren Ordnerstrukturen. Das ist dieser Projektsupport, den wir da meinen. Das ist quasi der letzte Baustein zu, was brauchen wir, um ein ganzes Code-Projekt irgendwie zu synken. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie ein gesamtes Projekt hat, will man diese Bausteine haben. Und wir benutzen das auch tatsächlich zum Coden, aber dazu kommen wir gleich noch. Genau. Jetzt erstmal, was EtherSync nicht ist. Genau, noch ganz kurz zur Abgrenzung vielleicht irgendwie, was wir gar nicht vorhaben zu tun oder sein zu wollen. Zum Beispiel
wollen wir kein Ersatz für Git sein. Ne? Wir haben festgestellt, dass die beiden Tools ganz gut zusammen funktionieren. So. Gerade jetzt auch im Note-Taking-File zum Beispiel kann man irgendwie ab und zu mal einen Git-Commit machen oder sowas, einfach um den Stand aufzuheben. Und dann sieht man irgendwie prima in dem Diff, was die andere Person seitdem irgendwie geändert hat. Das heißt, die Tools funktionieren ganz gut zusammen, auch beim Coding-File, würde ich sagen. Aber es ist jetzt bisher nicht unser Plan, dass man nur mit Ethersync an einem Projekt arbeiten kann. Allein schon, weil durch diese CRDT-Merges nicht immer syntaktisch korrekter Code rauskommt, würde ich sagen. Es ist, also manchmal fragen uns Leute irgendwie, was passiert denn, wenn jetzt zwei Leute in der gleichen Zeile im Code irgendwie eine Änderung machen? Und die Antwort ist, naja, sowas Ähnliches, als wären da zwei Tastaturen angeschlossen und beide Änderungen würden gleichzeitig passieren. Das ist meistens irgendetwas, was schon intuitiv Sinn ergibt, so, aber es ist nicht unbedingt immer ein korrekter, compilbarer Codestand. Da muss man dann nochmal als Mensch drauf gucken, I guess. Und bei einem Tool wie Git hat man halt wirklich diese konkreten, verpackten Änderungen als Commits, die man austauschen kann, wenn man sich da ganz sicher sein will. Und das wollen wir gar nicht unbedingt ersetzen. Genau, wir sind auch keine Web-Anwendung. Irgendwie früher oder später wäre es ganz nett, so eine Art Web-Interface vielleicht auch auf den Content geben zu können. Aber bisher funktionieren die Tools halt lokal auf der Kommandozeile und in den Texteditoren. Und bisher unterstützen wir nur Plain Text. Das ist auch, glaube ich, erstmal unsere Ambition, dabei zu bleiben. Also wenn ihr ein Projekt braucht, was irgendwie Text bold machen kann in einer visuellen Ansicht oder sowas, ist das bisher nicht das Tool der Wahl. Genau. Und Moritz erzählt ein bisschen über die unsere Entwicklungsgeschichte zum Tool. Genau. Also wie ich schon angedeutet hatte, wir haben so tatsächlich uns auch sehr stark fokussiert auf Dogfooding, weil das ist etwas, was wir bauen wollen. Scratch your own itch mäßig. Ich habe auch jetzt bei dem Vorbereiten herausgefunden, dass man auch sagen kann, ja, wir trinken einfach unseren eigenen Champagner. Also ist ja nett hier. Oder nett hier. Und das ist wirklich, wirklich hilfreich, um irgendwie ganz schnell herauszufinden, ob unsere Annahmen überhaupt funktionieren. Und das ist auch sehr motivierend zu sehen, wenn es dann klappt und wenn wir quasi die Bugs gelöst haben. Aber tatsächlich würde ich auch sagen, es ist wirklich langsam. Also vor allem, wenn es halt noch nicht funktioniert und wir immer wieder den Bugs, die wir gerade nicht fixen wollen, drumherum navigieren wollen. Da kommt man dann, muss man dann schon mal in 20 Minuten mal Setup machen, bevor man dann wirklich eine Zeile Code schreiben kann. Das führt dann eben entweder dazu, dass man motiviert ist, diese Bugs zu fixen, wenn sie wirklich schwerwiegend sind, oder man stumpft ein bisschen ab. Das ist der Nachteil. Wir haben das dann auch alles so gesammelt. Wenn wir was sammeln und auch da, um zu verhindern, dass wir abstumpfen, machen wir dann so, okay, das ist nochmal passiert, das ist schon wieder passiert, jetzt ist es soweit, es zu fixen. Aber es gibt noch eine Alternative, um nicht abzustumpfen. Genau, nämlich das auf andere Leute loszulassen, nicht nur auf uns selber. Auch eine ziemlich wesentliche Komponente irgendwie in der Art, wie wir es entwickelt haben, ist halt eine frische Person zu nehmen, die davon noch nie gehört hat und der mal irgendwie die Doku hinzuschmeißen und dann so, meistens haben wir per Screensharing dann quasi über deren Schulter geguckt und geschaut, wie die Person damit klarkommt, sich das zu installieren und das einzurichten quasi. Und dann haben wir uns parallel dazu irgendwie Notizen gemacht, was noch nicht smooth ist, wo Leute verwirrt sind irgendwie. Das hat tatsächlich viel geholfen dabei, unsere Dokumentation zu verbessern, denke ich. Wo wir teilweise echt Dinge so selber verinnerlicht hatten, dass wir gar nicht daran gedacht haben, dass man das ja anderen Leuten erklären muss. Ja, wichtiges Ding für uns. Insgesamt in dem Entwicklungsprozess hat uns sehr geholfen, so einen optimistischen und neugierigen Ansatz zu wählen oder zu haben. Da habe ich persönlich sehr viel gelernt von Blinry. Das heißt, also für mich hat sich das am Anfang sehr unmöglich angefühlt. Ich habe gar nicht gedacht, dass man das überhaupt lösen kann, so vom Gefühl her. Und ich saß so davor und dachte, okay, Mist, jetzt sind wir so an so einem Block und jetzt müssen wir aufgeben. Und stellt sich raus, man kommt dann doch irgendwie weiter. Also wenn ich jetzt zurückschaue über das Jahr, finde ich sehr faszinierend, dass wir wirklich so einzelne Probleme gelöst haben, die
sich, wie gesagt, für mich persönlich als sehr schwierig herausgestellt haben. Und ich dachte, ich muss jetzt wirklich erstmal nochmal ein Jahr Distributed Systems studieren und dann vielleicht noch ein PhD machen oder so und dann kann ich es lösen. Wahrscheinlich würde ich mich dann genauso fühlen. Das heißt, so dieser Ansatz des Hacker-Mindsets, wirklich gucken, was ist jetzt der kleine nächste Schritt, den man machen kann. Das möchte ich euch auch mitgeben, so falls ihr euch auch so fühlt und denkt, okay, das ist unlösbar, sucht euch jemanden, mit dem ihr drüber quatschen könnt immer optimistisch bleiben, sozusagen. Wir haben es da oft, glaube ich, gegenseitig wieder mit hochgezogen irgendwie, wenn die eine Seite irgendwie voll down war, dass irgendwas nicht funktioniert hat oder sowas, weil wir froh, irgendwie die jeweils andere Person zu haben, die denkt, ach, wir probieren auch dieses und das, um das zu debuggen. Voll. Apropos Bugs. Wir haben euch mal drei davon mitgebracht, die wir interessant fanden zu teilen. Der eine betrifft die Situation, in die man kommt, wenn man versucht, Edits zwischen verschiedenen unabhängig laufenden Prozessen rumzuschicken. Hier ist nochmal das vereinfachte Diagramm, wie das System aufgebaut ist. Ne? Wir haben schon irgendwie besprochen, zwischen Daemons quasi die Kommunikation lösen wir über CRDTs. Das ist irgendwie kein Problem, da haben wir diese Automerge Library. Aber es geht jetzt um die Kanten zwischen dem Daemon und dem Editor, sind ja auch zwei Prozesse. Und wir haben das erstmal irgendwie nicht so sehr hinterfragt und einfach irgendwie das System so gebaut und probiert dann irgendwie uns zusammenzuschalten und gleichzeitig Sachen zu tippen. Und stellte sich raus, da wurde dann irgendwie der Text so ganz mixed up und garbled. Und die Buchstaben kamen durcheinander und noch schlimmer war, dass irgendwie beide Stellen verschiedene Scrambles davon hatten. Alles nicht so ideal. Und wir haben irgendwie uns gefragt, woran das liegt. Und irgendwann sind wir darauf gekommen, naja, da gibt es irgendwie einen Fall, wo diese beiden Prozesse sich gegenseitig Edits schicken und die sich überkreuzen quasi, dieses Hin- und Her-Senden. Da können wir uns nicht darauf verlassen, dass das ganz ordentlich abgearbeitet wird, dass erst der eine Edit zum einen geht und der andere geht wieder zurück. Sondern sowas kann auch passieren, dass das sich überlappt einfach durch Delays, die man hat, irgendwie durchs Keyboard, durch die Verarbeitung in der Software und so. Und also hier ist ein Beispiel irgendwie dargestellt, wo ne, vielleicht auf der linken Seite ist jetzt der Daemon-Prozess irgendwie, der da ein X, also beide starten mit dem gleichen Inhalt, ABC oben, das ist der Startpfeil. Der Daemon fügt jetzt vorne ein X ein in den Text und währenddessen löscht der Editor aus dem ABC das C raus, also das Zeichen an Stelle 2. Und jetzt schicken die sich das gegenseitig. Und dann ist die Frage, okay, was passiert? Wenn der Daemon auf der linken Seite dieses Anstelle 2 löschen einfach so anwenden würde, würde der den falschen Buchstaben löschen, nämlich das B jetzt, das quasi, wenn man mit 0 anfängt zu zählen, Anstelle 2 ist. Und das würde einen falschen Inhalt ergeben. Das heißt, muss man sich irgendwas Schlaues überlegen, um das zu verhindern. Man muss vielleicht dazu sagen, zum Verständnis, wir haben im Editor kein CRDT. Also man könnte ja sagen, okay, da Line of Own CRDT, aber dieser Algorithmus hat irgendwie eine gewisse Komplexität, die wir eben von Automerge lösen lassen und das wollten wir nicht in den Editor bringen. Deswegen. Das Plugin soll so wenig wie möglich implementieren müssen quasi, damit es leichter geht, neue davon zu bauen. Und da wollten wir irgendwie eine einfachere Lösung haben. Und der Algorithmus, auf den wir da stießen oder der irgendwie für so einen Fall üblich angewendet wird, heißt Operational Transform, wo jetzt der Daemon auf der linken Seite, also was man dafür machen muss, ist die Edits, die man hat, mit einer Revision versehen, dass man immer weiß, auf welche Revision der Gegenstelle bezieht sich die Edit. Und dann hat der Daemon halt die Chance, wenn der diesen überkreuzenden Edit kriegt, dann weiß er, okay, das bezieht sich noch auf meinen vorigen Content, ich muss jetzt diese Operation transformen. Und dann seht ihr unten links auf der Seite, dass da dann es umgewandelt wird in einen Edit, der das Zeichen 3 löscht. Also tatsächlich dann das C an der richtigen Stelle löscht. Und das haben wir auf eine Art und Weise gebaut, dass hauptsächlich der Daemon darüber nachdenken muss und der Editor schickt diese Revisions mit, aber wenn er irgendwie eine falsche Revision kriegt, ein Edit, dann kann er die einfach ignorieren und warten, bis sie ihm transformiert zugeschickt wird. Das war unsere Lösung für diesen Scramble-Bug. Zweiter Bug betrifft die Edits, die in VS Code passieren, die ja sowohl irgendwie durch den User ausgelöst werden können, also wenn der User ein Zeichen in den Buffer tippt quasi, dann kriegt man da so ein Callback von dem VS Code Plugin, der sagt, okay, da hat sich der Buffer geändert, aber wenn die Remote-Stelle uns ein Edit schickt und wir das in den Buffer reinschreiben, dann kriegen wir diesen Callback ja auch. Und da hatten wir länger irgendwie ein Problem, das unterscheiden zu können und haben darüber nachgedacht, wie wir das hinkriegen, dass wir jetzt nicht denken, okay, das, was von Remote-Stelle kommt, hat der User gerade getippt und dann hat man so einen Endless Loop von irgendwie Edits, die sich übereinander lagern.
Und in dem Fall war dann unsere Lösung, dass wir die Edits, die wir vom Peer kriegen und anwenden wollen, uns in so einer Datenstruktur merken als Attempted Remote Edits quasi. Und immer wenn der Buffer uns sagt, da hat sich eine Änderung gemacht, dann gucken wir da drin nach, ob die von Remote-Seite kommt oder von der lokalen Seite. Das war da unsere Lösung für den VS Code-Bug. Und auch das NeoVim-Plugin hatte noch eine tricky Sache für uns bereit, nämlich, naja, also wir haben ein NeoVim-Plugin und NeoVim basiert ja auf Vim, was wiederum auf VI basiert, das basiert auf X und das basiert auf Ed. Und Ed ist so ein zeilenbasierter Editor, das heißt, das denkt irgendwie über Sachen sehr, sehr in Zeilen- und Zeilenbereichen nach, einfach historisch. Das heißt, aus Vims Sicht ist ein Newline im Text, das gehört so zu der Zeile dazu, das ist halt hinter der Zeile. Und das heißt, wenn man in Vim diese Datei aufmacht, die irgendwie 5 Zeilen hat und man speichert die, dann ist normalerweise so, dass hinter der letzten Zeile wird ja auch ein Newline noch eingefügt. Ne? Und da hatten wir Probleme, dass wenn jetzt ein anderer Editor sich verbindet und hinter dieser letzten Newline, die da so implizit existiert, noch was einfügt, dann hat Vim diese Zeile halt gar nicht. Die Zeile ist aus Vims Sicht eigentlich leer. Und da hatten wir länger irgendwie zu kämpfen mit Konsistenz, dass dann auf beiden Seiten der gleiche Content bleibt. Irgendwann haben wir angefangen, uns eine Test-Suite zu schreiben, die alle möglichen Fälle einfach automatisiert durchtestet, dass man sagen kann, okay, ich starte mit diesem Content, dann tippe ich in Vim diese Zeichen ein und dann erwarte ich, dass das Plugin uns diese Edits rausschickt. Und das war dann unser Weg, wie wir sicherstellen konnten, dass wir da das Richtige tun. Und auch ein bisschen, um all diese Probleme in den Griff zu kriegen, haben wir uns einen Integration-Test gebaut für das Projekt, den wir den Fuzzer genannt haben. Was der im Grunde macht, ist zwei Daemons hochfahren, die miteinander verbinden und dann jeweils ein ferngesteuertes NeoVim anschließen quasi und dann tippen alle Stellen so schnell sie können. Also hier haben wir Code mitgebracht, da seht ihr irgendwie, da werden so Durations, also so Sleeps generiert, die sind zwischen 0 und 5 Millisekunden, fastest type ever quasi. Und dann ist halt das Ziel, dass nach einer Phase von wild rumtippen immer noch alle beteiligten Komponenten den gleichen Inhalt haben. Das haben wir in unsere CI eingebaut und irgendwo, ne, bevor wir einen Pull-Request mergen oder so, können wir gucken, okay, ist der Refactor, den wir da gemacht haben, so gewesen, dass immer noch unser Integration-Test durchläuft. Hier auf der linken Seite zum Beispiel gibt es da irgendwie einen Fail und wir kriegen nicht die gleichen Contents, dann wissen wir, okay, wir haben irgendwas falsch gemacht und müssen nochmal gucken, wo der Fehler da liegt. Und wenn er durchläuft, können wir ruhig schlafen und wissen, dass irgendwie alle Teile des Systems tun, was sie sollen. Auch ein bemerkenswerter Teil unserer Reise waren die Architectural Decision Records. Also wenn wir Entscheidungen getroffen haben, haben wir sie aufgeschrieben, um dann später herauszufinden, warum haben wir das eigentlich gemacht. Oder vielleicht auch innerhalb der Entscheidung, um dann die Pros und Cons überhaupt mal aufschreiben zu müssen. Also das ist ein Werkzeug, das ist relativ einfach zu benutzen, aber man muss sich halt sozusagen dafür entscheiden, ich schreibe das jetzt mal auf. Das ist ein Tool, was wir einfach von der Reise mitgenommen haben, das wir empfehlen können. Das ist quasi so eine Art Developer-Dokumentation jetzt auch geworden. Man kann dann immer auch darauf verweisen, warum haben wir uns für Auto-Merge entschieden, wie machen wir die Connection zwischen den Daemons. Genau, wir benutzen dafür so ein Markdown-Format, das auf RDA passiert. Und die sind halt wirklich leichtgewichtig. Man kann sich auch synchronisieren in den Gedanken, nicht nur im Text. Ja, eben für die Zukunft ist es aufgeschrieben, auch wenn wir mal vergessen haben, was wir eigentlich machen wollten. Das hier ist so ein kleiner Screenshot aus dem Repository, wo diese Entscheidungen dokumentiert wurden. Hervorzuheben ist vielleicht, habe ich ja auch schon gerade angemerkt, die Entscheidung, welches CRDT-Library wollen wir jetzt eigentlich verwenden. Ich weiß gerade die Nummern gar nicht. Also Nummer 5 ist das. Nummer 5, genau. Zum Beispiel. Oder wie machen wir die Connection sicher? Da haben wir lange drüber nachgedacht und mussten dann sozusagen endlich mal eine Entscheidung treffen. Und auch, was Plenary gerade erzählt hat mit dem Operational Transformation, da hatten wir am Anfang, irgendwie saßen wir so davor und
hatten, das muss doch auch einfacher gehen. Und das war dann sozusagen, dieses Dokument hat uns dann irgendwie überzeugt von, okay, das scheint wirklich die Lösung zu sein, die wir jetzt brauchen. Das geht nicht einfacher. So als Beispiel, so ein ADR, das hat, schreibt man oben eben auf, wie sieht das Problem aus, was wollen wir hier lösen. Dann schreibt man die Entscheidung auf, aber die entsteht quasi innerhalb des Dokuments. Also das ist so ein bisschen, kann man aufeinander verweisen. Aber dann hast du die wichtigsten Sachen ganz oben zu sehen und wenn du dann genauer reintauchen willst, kann man dann runterschauen in die verschiedenen Abwägungen. Ja. Dann noch zum Thema Funding durch NLNet. Das war eine Art für uns, mit denen zusammenzuarbeiten, die uns total gut gefallen hat eigentlich. Was in dem Ablauf passiert ist, dass man sich als Projekt quasi einen Plan schreibt, irgendwie welche Dinge man umsetzen will irgendwie im Verlauf dieses Projekts und attached dann da Zahlungen dran im Grunde. Und wenn man dann irgendwie abliefert, dass man irgendwie ein Feature gebaut hat quasi, sagt man denen Bescheid, die gucken, ob das so funktioniert, wie es soll quasi und zahlen einem dann da ein Budget aus. Ich denke, also dadurch, dass NLNet da EU-Gelder im Grunde rausgibt haben die sicherlich auch irgendwie so ein bisschen Reporting-Pflicht, dass sie irgendwie gucken müssen, dass die Projekte vernünftige Dinge mit dem Geld machen, die da vergeben werden. Unser Projektplan war am Anfang ziemlich optimistisch, müssen wir sagen. Also da haben wir uns echt verschätzt irgendwie in dem Aufwand, den wir hatten, um gewisse Dinge umzusetzen. Und da gibt es dann auch die Möglichkeit, das mit denen zu besprechen. Hatten wir irgendwie einen Call und haben gesagt, okay, irgendwie auch diese drei Bugs, die wir euch gezeigt haben, irgendwie waren halt irgendwie unvorhergesehen, tricky. Ich meine, vielleicht hätten wir gleich die Zeit verdoppeln sollen, so wie man das macht, aber genau, haben wir am Anfang irgendwie nicht viel drüber nachgedacht. Und dann ist es auch möglich, so einen Projektplan nochmal zu amenden und anzupassen. Das ging eigentlich gut. Genau, und nächste Funding-Deadline ist 1. Dezember. Wenn ihr irgendwie ein Projekt habt, für das ihr gerne Funding haben möchtet, guckt euch das mal an oder fragt uns auch gerne Fragen dazu, irgendwie zu dem Ablauf. Erzählen wir euch gerne was zu. Und zum Schluss noch ein bisschen ein Blick in die Zukunft, wie wir uns vorstellen, dass das Projekt weitergeht. Wir haben selber so eine kleine Wunschliste von Features, die wir gerne umsetzen möchten, going forward. Das erste ist, genau, dass man es leichter hat, irgendwie Connections zu machen, gerade zwischen verschiedenen Local Networks zum Beispiel. Ja, wenn man gerade irgendwie versucht und nicht im gleichen Network sitzt, dann muss man irgendwie entweder Port Forwarding am Router aktivieren oder sich irgendwelche Tunnel bauen oder sowas, das ist irgendwie nicht so befriedigend. Und ganz am Anfang erinnert ihr euch an diese Vision mit den drei Wörtern, die man austauscht, so Magic Wormhole Style quasi. Das wäre irgendwie der Weg, wie wir uns langfristig vorstellen, dass man Connections aufbauen kann. Wir möchten mehrere Projekte gleichzeitig mit einem Daemon synken können. Gerade ist es so, dass man quasi für jeden Ordner einen eigenen Daemon hochfahren muss. Das würden wir gerne erweitern. Manchmal gibt es Projekte, wo nicht nur Plaintext drin liegt, erstaunlicherweise, zum Beispiel mal Bilder oder sowas irgendwie. Und es wäre auch schön, wenn die dann rüber gesynkt würden. Nicht unbedingt dann auf inhaltlicher Ebene, aber zumindest, wenn ein Bild irgendwo auftaucht, dass es auf die andere Seite kommt. Gerade ignorieren wir Binärdateien einfach und arbeiten nur mit Plaintext-Files. Gerade haben wir so eine Art globalen Undo-Stack. Das führt manchmal zu lustigen Situationen, dass irgendwie wir zusammen an was rumtippen und dann eine Person sich vertippt und das rückgängig macht. Und dann machen wir versehentlich den letzten Edit der anderen Person rückgängig und müssen uns entschuldigen und uns darüber austauschen. Und da macht es natürlich total Sinn, dass irgendwie Personen nur ihre eigenen Edits rückgängig machen müssen. Kurz dazu, das scheint auch super schwierig zu sein. Also das haben irgendwie Leute auf Mastodon gesagt, gut, dass ihr das nicht lösen wollt. Und Automerge hat berichtet, dass sie da irgendwie auch seit ganz lange ganz viel Brainpower reingesteckt haben. Also da müssen wir dann auch irgendwie gucken, ob wir einen pragmatischen Weg finden. Die planen das auch einzubauen irgendwie in Automerge selbst. Ne? Vielleicht haben die das dann für uns gelöst. Vielleicht können wir dann einfach deren Lösung davon benutzen, ja. So ein bisschen schönere Git-Integration zu bauen wäre noch toll, dass die Tools besser zusammenspielen. Vielleicht kennt ihr diesen Co-Authored By-Tag, den man in Commits schreiben kann, wenn man ausdrücken will, dass zwei Leute das zusammengeschrieben haben. Irgendwie sowas zu erzeugen wäre schön. Oder irgendwie leichter zwischen Branches hin und her hüpfen zu können oder so. Und das spielt dann mit Ethersync zusammen. Wir sind auch total interessiert daran, was ihr euch von so einem Tool noch wünschen würdet, nachdem ihr das heute gesehen habt. Also erzählt euch gerne,
Erzählt uns gerne, was ihr da so von euch erhofft. Einen großen Bereich haben wir noch, wo wir denken, das könnte sich lohnen, Erweiterungen zu machen, nämlich mehr Editor-Plugins zu schreiben. Also wir haben jetzt einfach mal Logos auf eine Folie geworfen, irgendwie von verbreiteten Editoren, für Sublime ein Plugin zu bauen oder für Emacs oder IntelliJ. Manche Logos erkenne ich auch gar nicht, glaube ich. Aber ich habe heute Morgen noch Zed und das ist Dreieck, weiß ich auch gerade nicht. Dinge, die ich hier gehört habe, Editoren, die ich hier gehört habe, hinzugefügt, ja. Wer von euch erkennt das Logo mit diesem N da unten rechts, dieses auf weißem Hintergrund? Das habe ich vorher zumindest noch nicht gesehen, aber das ist das Logo von Nano. Und also so ein sehr basic, ne, Kommandozeilen-Texteditor. Das hat keinen Plugin-Support, aber wir dachten mal, es wäre lustig, den zu forken quasi und da einfach Ethersync-Plugin für zu bauen, den Support zu anzubauen, ja. Wenn ihr jetzt da euren Lieblingseditor seht und denkt, es wäre total cool, da ein Plugin für zu haben, haben wir noch einen kurzen Abschnitt von, was muss eigentlich das Plugin so können, um integrierbar zu sein in dieses Ökosystem quasi. Das ist das Ethersync-Editor-Protokoll. Und wir haben schon erwähnt, wir haben versucht, das so einfach wie möglich zu halten, dass der Daemon möglichst viel Arbeit macht, quasi, dass das Plugin wenig Code braucht. Und das führte dann irgendwann mal dazu, dass wir auf unserem Mastodon-Account dachten, ach, wir versuchen mal, das Protokoll zusammenzufassen in einem Tut, in 500 Zeichen. Und das ging. Also das ist jetzt nicht komplett so irgendwie. Man muss da noch ein paar Feinheiten zu wissen irgendwie, aber the gist ist da drin. Und da gehen wir noch mal kurz mit euch durch. Also wenn ihr ein Plugin wärt, würdet ihr diesen Ethersync-Client-Prozess spawnen und damit Standard-Input und Output mit kommunizieren, ne, um quasi mit dem Daemon Kontakt zu halten. Und ihr sprecht da als Protokoll JSON-RPC. Das ist das gleiche Protokoll, das auch LSP, also das Language-Server-Protokoll benutzt. Und dadurch haben viele Texteditoren eh schon Support dafür, dachten wir uns. Dann ist es praktisch da auf die gleiche Technologie zu setzen. Also man tauscht so JSON-Nachrichten aus mit Requests und kriegt dann Responses zurück. Auf den folgenden Folien haben wir diese Request-Nachrichten ein bisschen vereinfacht dargestellt. Genau, LSP habe ich erwähnt als Inspiration für dieses Protokoll zumindest. Und dann gibt es vier Nachrichtentypen, die es gibt. Es gibt so Open- und Close-Messages. Also wenn ihr als Editor eine Datei aufmacht, schickt ihr dem Daemon eine Open-Nachricht mit der File-URI drin. Und ab dem Zeitpunkt weiß der Daemon dann, okay, der Editor ist interessiert daran, irgendwie Edits für diese Datei zu kriegen. Ne, dann passiert in der Mitte irgendwie Edits und Cursor-Übertragung und so und am Ende könnt ihr die Datei wieder schließen und schickt eine Close-Nachricht. Die Edit-Messages sehen selber so aus. Schickt man auch die File-URI drin und die Revision, auf die man sich bezieht. Und dann ein Delta, das ist immer eine Kombination aus einem Bereich in der Datei und einem Replacement. Und mit diesem Format kann man halt sowohl Löschungen darstellen, als auch Einfügungen, als auch irgendwie Ersetzungen. Dadurch ist das relativ flexibel. Und die Revisions funktionieren dann so, dass ihr euch für euch selber und für den Daemon jeweils eine Revision merken müsst. Wenn ihr selber einen Edit rausschickt, dann erhöht ihr die Editor-Revision. Ich gehe da jetzt sehr schnell durch, müsst ihr in der Doku vielleicht nochmal nachlesen, wie genau das funktioniert. Wenn euch der Daemon einen Edit schickt, schickt er auch eine Revision mit und dann könnt ihr gucken, ob die zu eurer eigenen Revision passt. In dem Beispiel hier gibt es den ersten Fall, der von rechts kommt quasi, der hat die Revision 0 in sich drin, aber wir selber sind schon bei Editor-Revision 1, deshalb lehnen wir diese Revision einfach ab und sagen, die applied nicht auf uns. Und dann schickt uns der Daemon später nochmal eine für Revision 1. Dann können wir sie anwenden. Genau, und immer wenn wir vom Daemon eine Nachricht kriegen, erhöhen wir die Daemon Revision und benutzen die dann wieder, um wenn wir selber Edits rausschicken wollen. Genau, das ist im Grunde das, was ihr dann über den OT-Algorithmus wissen müsst. Und das ist die Art und Weise, wie wir das umgesetzt haben. Und als letztes gibt es noch Cursor-Nachrichten. Wenn sich der Cursor irgendwie bewegt, schickt ihr dem Daemon irgendwie, dass der Cursor jetzt in folgenden Bereichen ist oder das folgende Auswahlen hat. Und der Daemon schickt euch sowas auch zurück, noch mit einer User-ID und einem Namen dran, dass man das rendern kann. Genau, und Dokumentation zu all dem findet ihr dort. Wenn ihr Lust habt, irgendwie euch zu beteiligen an dem Projekt, würde uns das zum Beispiel total helfen, wenn ihr diese Protokollspezifikation einmal durchlest und uns Feedback gebt, ob das für euch sinnvoll klingt, was wir uns da ausgedacht haben.
Wenn ihr mal praktisch ausprobieren wollt, wie das funktioniert, wir machen jetzt gleich hier nach eine Hands-on-Session. Da könnt ihr uns einfach folgen. Wir gehen in den Seminarraum E202, also hier auf der gleichen Ebene, quasi hier raus und dann beim Aquarium rechts abgebogen bis hinten in den Seitenarm rein. Da ist ein kleiner Raum, wo wir euch mit uns euch hinsetzen können und das einfach mal zusammen installieren und ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Genau, und wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch richtig gut mit eurem Texteditor auskennt und da ein Plugin für schreiben wollt, wäre das ein ideale Hilfe für uns irgendwie, um zu erweitern, wer mit wem wie zusammen kollaborieren kann. Ihr erinnert euch an diesen Tweet von wegen, this is a hill many people died on. Das ist jetzt noch unsere Nachricht in die Zukunft. Wenn ihr diesen Vortrag in 5 Jahren seht und EtherSync gibt es auch nicht mehr, wir haben in unsere Doku so eine Seite geschrieben, what to learn from us after EtherSync is dead. Und das wäre dann der Weg, mal zu gucken, irgendwie, was ihr vielleicht von unseren Decisions, die wir getroffen haben, lernen könnt in der Zukunft. Ja. Hier ist Source Code, Doku und Mastodon-Account. Und das ist alles, was wir für euch haben heute. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Für die Aufmerksamkeit.